Was ist Shuffle Dance? Woher kommt es? Welchen Ursprung hat es? Welche Leute haben den Tanzstil mit auch beeinflusst, sodass er jetzt immer noch präsent ist? Shuffle Dance wurde Ende der 80er Jahre in der Techno- und House-Szene in Melbourne ins Leben gerufen. Bekannt wurde der Tanz dadurch, weil man sich halt auch im Club dann bewegen konnte, zum Beispiel von links nach rechts. Bevor der Running Man auch ein Teil unserer Foundations wurde, gab es den T-Step, von dem wir uns dann nach links und rechts bewegen konnten, um so ein bisschen zu traveln. Der Running Man beispielsweise kommt aus der Hip-Hop-Kultur oder auch besser gesagt aus der afroamerikanischen Kultur und wurde durch viele Menschen halt auch beeinflusst. Den Running Man gab es auch in verschiedenen Videos zu sehen, wie zum Beispiel beim Intro von The Prince von Bel-Air. Bobby Brown. Oh yes. Crazy. MC Hammer. Vanilla Ice. Und nicht zu vergessen, Janet Jackson. Und sie hat den Running Man populärer gemacht durch den Film The Running Man von Arnold Schwarzenegger. Wenn ihr noch von früher die Schlaghosen kennt, also die Hosen, die wirklich sehr weit gehen. Genau solche Hosen haben die teilweise auch getragen, aber mit dem Unterschied, dass die Hosen meist schwarz waren und dann so LED-Streifen dann drum hatten, um die gewisse Reflexion von den Lichtern halt in den Clubs auf die Hose übertragen zu können. Der Sinn und Zweck dieser Fat Pants war es eigentlich, dass man eine Illusion erzeugt, um über den Boden zu gleiten oder zu schweben. Mit der Zeit gab es halt auch viele verschiedene Stile beim Shuffle Dance, die sich halt rauskristallisiert haben, zum Beispiel der reine Melbourne Shuffle. Dann haben wir noch Rocking oder auch Club Shuffle genannt. Dann haben wir das Malaysian Shuffle. Dann haben wir noch Brazilian Mass. Dann haben wir Carly Shuffle. Dann haben wir noch Russian Shuffle. Und dann gibt es natürlich noch den Own Style, also dein eigener Stil. Auf YouTube beispielsweise gibt es einige Kanäle, die Shuffle Dance auch mit promotet haben durch gewisse Compilations, also Zusammenstellungen von Leuten, die diese Tanzart ausgeführt haben. Auf einem dieser YouTube-Kanäle mit dem Namen Jack Reveal gibt es ein Video mit dem Namen Shuffle Compilation Part 3 oder Part 2, was über 40 Millionen Views generiert hat, was echt erstaunlich halt war und halt auch dazu beigetragen hat, dass sich Shuffle Dance immer mehr in der Welt halt ausbreitet und immer mehr Leute halt von dem Tanz erfahren. Die Gruppe LMFAO mit dem Song Party Rock Anthem haben auch den Running Man und den T-Step mit eingebaut und haben auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass der Tanz weiter in die Welt sich ausbreiten konnte. Es gab viele verschiedene Einflüsse. Viel durch Musikvideos, gerade in den 80ern, wie ich beschrieben habe, auch Anfang der 90er, aber auch Gruppierungen wie LMFAO. Die Tanzart Shuffle Dance war früher sehr überwiegend eine Post-Internet-Tanzart. Das heißt, wir haben beispielsweise Battles, also Online-Battles gehabt, wo wir immer auf YouTube halt was hochgeladen haben und spezielle Judges dann dabei waren und halt uns bewertet haben. Es war wirklich früher ein sehr, sehr großes Ding. Mittlerweile flacht es immer mehr ab, sondern wir bewegen uns immer mehr auf die Live-Battles zu, auf Workshops zu, auf Meetups zu. Meetups gab es schon vorher, aber Meetups sind immer schon ein großer Bestandteil von Shuffle Dance gewesen. Welche Basics, welche Foundations haben wir eigentlich? Also, wir haben einmal den Running Man, der T-Step, dann haben wir Kicks, dann haben wir Slides, dann haben wir Turns oder auch Spins. Früher gab es auch sehr, sehr viele Crews, die auch im Internet rumposiert haben, wie zum Beispiel die HSA und HSK, auch aus Australien.
Crews gehen aber immer weiter runter, dafür kommen immer mehr Communities rein. Wie zum Beispiel Shuffle Showcase, die mit unter anderem halt auch einer der größten Events halt jedes Jahr machen, und zwar The Showcase League, wie man unschwer an dem Shirt erkennen kann zum Beispiel. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Varianten, um seinen eigenen Stil noch ein bisschen mehr Effekt zu verleihen, wenn man sich dann halt auch auf andere Tanzarten inspirieren lässt, wie beispielsweise Hip-Hop, wo Shuffle Dance teilweise herkommt. Breakdance, Popping, Locking, Crump, Animation und so weiter. Es sind da keine Grenzen gesetzt. Wir unter uns Tänzern, unter uns Shuffle-Tänzern, haben andere Musik, als die wahrscheinlich gewohnt ist. Und zwar, was bei anderen Tanzarten aber wiederum vier Takte entspricht. Bei Shuffle Dance beispielsweise haben wir halt auch Musikrichtungen, die kontinuierlich immer zwei Takte hintereinander spielen. Also bei anderen Tanzarten gibt es halt immer in den Songs vier Takte, die man treffen muss. Bei uns ist das ein bisschen, ich würde nicht sagen einfacher, dafür ist die BPM-Anzahl, also Beats per Minute, definitiv anders ausgelegt. Wir tanzen zwischen 120 bis zu maximal 160 BPM. Durch Instagram beispielsweise gab es wieder einen regelrechten Hype um Shuffle Dance selbst, wodurch Leute eine gewisse Popularität gewonnen haben oder aber auch, dass Leute angefragt wurden für Workshops und dann dahin gefahren sind. Beispielsweise auch bei mir, ich war schon in einigen Teilen von Europa und konnte halt meine Tanzart mit unterrichten. Sehr, sehr viele Informationen, die ich hier gerade auch habe, habe ich von der Seite Shuffle Timeline, könnt ihr gerne mal abchecken, die haben wirklich eine sehr, sehr krasse Aufklärungsarbeit gemacht, kann ich euch nur ans Herz legen. Shuffle Dance gab es auch teilweise im Fernsehen, es gab viele Leute, die in Musikvideos mit reingekommen sind und den Tanz mit ein bisschen promotet haben. ProSieben beispielsweise hat mich zweimal angefragt, einmal für Late Night Berlin und einmal sogar für Galileo, da gab es einen kurzen Bericht darüber, woher es herkommt. Shuffle Dance hat sich früher sehr, sehr viel immer nur auf Footwork beschränkt, gerade wenn man sich von A nach B bewegen möchte, wenn man traveln möchte oder halt auch durch gewisse Movements. Mittlerweile werden immer mehr die Arme benutzt, es wird immer mehr der Oberkörper in Betracht gezogen, Schultern in Betracht gezogen, Core in Betracht gezogen, Hüfte auch. Aber zum Beispiel auch Head-Movements, Call-Outs. Gibt es das bei uns? Haben wir das bei uns? Wie werden Call-Out-Battles gemacht? Gibt es da bestimmte Gründe dafür? An sich brauchst du gar keinen spezifischen Grund, um eine Person herauszufordern. Es kann alles Mögliche sein. Du möchtest dich mit jemandem messen, du möchtest dich mit jemandem austauschen und connecten, während ihr euch gerade battelt. Oder dir passt etwas nicht, oder du warst mit der Person im Konflikt und möchtest den Konflikt gerne auf eine solide Weise austragen. Wird überhaupt gehypt? Gibt es überhaupt so etwas wie eine Hype-Kultur bei uns, eine Push-Variante oder Support? Natürlich gibt es das. Wie hypen wir, was ist unsere Art und Weise, wie wir hypen, wie pushen und supporten wir denjenigen, der jetzt gerade in der Cypher drin ist oder im Battle ist oder nach einem Workshop einfach ausflippt und abliefern möchte. Es gibt viele verschiedene Varianten. Let's go! Ai, 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 was zum Beispiel von den Spaniern kommt. Reaktion zum Beispiel auch mit dem Gesicht, wenn man auf einem Move nicht klarkommt. Man kann schreien. Also es ist sehr lebendig auf jeden Fall. Ich bin erstmal sehr erleichtert, dass ich diesen Beitrag machen konnte und ich hoffe, dass die Berliner Tanzszene ein bisschen was damit anfangen kann. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder.